Herzlich willkommen zum Abendtalk heute am Freitag, den 23. Oktober 2020, mit mir Norbert Gieso. Ich bin Autor und Astrologe in der Nähe von Kiel und mache in der Woche ja täglich das Tageshoroskop. Und da sind in letzter Zeit eben auch, ups, das soll jetzt noch gar nicht erscheinen, da sind in letzter Zeit einige Fragen aufgekommen, vor allem zur zukünftigen Entwicklung. Und somit setze ich meine Reihe fort, eben hier auch einmal vor allem die Konstellation im November 2020 zu besprechen, wo es ja einige wirklich entscheidende und wichtige Konstellationen gibt, die unseren weiteren Weg beleuchten werden. Da heute natürlich erst der 23. Oktober ist, nehme ich natürlich auch die jetzt noch folgenden Oktobertage mit in ihrer Entwicklung, allerdings nur kurz, weil ich das ja im Oktoberhoroskop schon besprochen habe. Dort also auch nochmal nachzuhören, vielleicht auch im Vergleich interessant. Ja, wir sind ja jetzt gerade, gestern ist die Sonne ins Zeichen Skorpion gewechselt, wo sie ja jetzt die nächsten 30 Tage bleiben wird, bis sie dann, ja, dann in den Schützen eintritt. Sekunde, ich muss hier noch mal was berechnen nebenbei. Genau, da haben wir es ja. Genau, am 21. November wird die Sonne in den Schützen weiterziehen, und der Skorpion ist ja im Tierkreis als achtes Zeichen so dieses, hat ja so eine alchemistische, fast magische, besondere Position hier. Das ist so ein gewisser Step, den wir da machen können, so ein Schritt, Entwicklungsschritt, der sehr viel eben mit innerer Wandlung und mit der Umwandlung von gebundenen Energien in Form von Ängsten, negativen alten Glaubensmustern, Denkmustern, Prägungen, sozusagen all die Schlacke, die sich sozusagen auf uns gelegt hat, die soll im Skorpion im Grunde untersucht werden, analysiert werden, auf ihre Tauglichkeit hin untersucht werden, und dann die Anteile, die es nicht mehr wert sind, in eine höhere Schwingung, in ein höheres Bewusstsein zu kommen, die sollen dann im Skorpion umgewandelt werden. Ne, da ist auch ein gewisser Tod zu sehen. Skorpion, das Zeichen Skorpion wird ja auch mit dem Tod in Verbindung gebracht, was natürlich in unseren Breiten auch an der Jahreszeit liegt, wo ja die Bäume ihre Blätter verlieren, wo es früh dunkel ist, wo der Herbst, der Winter, der ja eher mit Dunkelheit und mit dem Tod assoziiert ist, so deutlicher auch wird. Es geht aber im Grunde um den Tod eher dieser alten Muster und Verhaltensweisen, damit wir unsere Schwingung erhöhen. Das ist wie das Bild von einem Schiff in einer Schleuse, wo quasi der Wasserstand angehoben werden muss, damit das Schiff weiterfahren kann. Und so gilt es eben auch in uns, unser Bewusstsein, unsere Schwingung zu erhöhen, was ja im Grunde schon in den letzten Jahren massiv passiert und uns alle natürlich individuell wie kollektiv eben vor große Herausforderungen stellt. Es geht ja um nichts anderes, als sozusagen auch unsere Welt, unsere Anschauung der Welt umzubauen. Und da sind wir ja dabei, und da gilt es halt für jeden jetzt in diese Skorpion, durch diese Skorpionzeit gut durchzukommen, um wirklich viele Dinge auch zu befreien. Zurzeit, Ende Oktober, haben wir halt die beiden Planeten Merkur und Mars sind rückläufig. Auch Neptun ist rückläufig, aber das sind langsam laufender Planet, also Mars und Merkur, was eben manche Denk- und Handlungsprozesse eher nach innen, nach introvertiert, nach innen richtet und nicht unbedingt so starke Außenwirkungen hat. Wir werden sehen, dass im November dann Merkur, sowohl Merkur wie Mars, wieder direktläufig werden. Bevor das aber passiert, treffen sich Sonne und Merkur treffen sich im Skorpion, weil die Sonne vorwärts läuft. Und der Merkur eben rückwärts läuft. Genau, ich pause hier mal vor, das ist dann der Sonntag, der 25. Von dort an wird dann Merkur hinter der Sonne laufen. Und innerhalb seiner Rückläufigkeit wird dann der Merkur auch nochmal zurück in die Waage kehren. Das wird am 28.10. der Fall sein. Merkur nochmal für eine kurze Zeit zurück in der Waage. Vielleicht gibt es hier noch gerade im Austausch mit anderen Menschen bestimmte Dinge zu klären,
wo dann der rückläufige Merkur im vermittelnden Zeichen Waage behilflich sein kann. Genau. So, hier sehen wir, da bin ich falsch rumgegangen, das ist nicht gut. So, jetzt sehen wir hier, 27., 28. Merkur wechselt in die Waage. Und auch am 28. wechselt dann Venus, Planet der Liebe und Werte, aus der Jungfrau ins Zeichen Waage. Damit wird dann Ende Oktober und im November, bis die Venus dann nachher in den Skorpion weiter wandert, was was am 21. November der Fall sein wird, also bis zum 21. November bleibt Venus im Zeichen Waage, stärkt hier die Beziehungsqualitäten, auch die Möglichkeit zur Vermittlung, zum Austausch, also auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade wenn wir auch an die für uns alle ja so wichtige Wahl in der USA, Anfang November, 3. November denken, die ja auch in diese Zeit fällt und die ja möglicherweise kollektiv großen Einfluss auf uns alle haben kann. Da ist dann die Venus trotz schwieriger Konstellation hier Anfang November sicherlich ein Lichtblick, was so Vermittlung und auch die Möglichkeit immer wieder zum friedlichen Austausch aufzeigt. Nur mal nebenbei gesagt, dann am 29. Nur nebenbei gesagt, ist es ja dann so, und das hatte ich im Oktoberhoroskop schon erwähnt, dass ja der Oktober auch deswegen besonders ist, weil es in ihm zwei Vollmonde gibt. Ich schalte hier mal um. Das heißt, am 31. Oktober ist Vollmond mit der Sonne natürlich im Skorpion und dem Mond gegenüber im Zeichen Stier. Merkur und Mars sind beide noch rückläufig. Der Vollmond findet hier in enger Konjunktion, also die Sonne, der Mond in Konjunktion, die Sonne in Opposition mit Uranus im Stier statt. Das bedeutet auch, dieser Vollmond hat viel mit Werten zu tun, mit der Verteilung von Werten. Ne, aber auch mit diesem Bedürfnis nach Sicherheit. Und der Uranus sagt ganz klar, dass die alten Konzepte, was Werte und Sicherheit anbelangt, dass die jetzt in dieser Zeit nicht mehr funktionieren und dass wir uranisch utopische, neue, innovative Möglichkeiten brauchen, um diese wichtigen Thema Werte und Sicherheit auch anders betrachten zu können. Genau, Merkur steht dann hier rückwärts in der Waage, hier im Quadrat zu diesen Steinbock-Planeten, Saturn, Pluto, Jupiter, die ja sehr viel mit diesem Wandel der Werte und mit diesen Krisen in unserem Kollektiv, in der Gesellschaft und damit mit uns auch zu tun haben, wo viele Themen der letzten Monate höchstwahrscheinlich hier um den Vollmond herum nochmal ganz stark angeregt werden. Und es wird auch ein Ringen darum geben, wie viele Beschränkungen brauchen wir, wie viele Verbote, Gebote brauchen wir, wie viele Regeln und Gesetze brauchen wir. Und wie viel Eigenverantwortung ist eigentlich gefragt? Das ist ja auch ein großes Thema dieser Zeit, auch dieser Corona-Krise, auch der Umweltkrise, so den Menschen zu mehr Eigenverantwortung zu bringen, dass wir eben uns nicht nur auf andere verlassen, sondern dass wir selber mitdenken, dass wir mitfühlen, die anderen Wesen berücksichtigend unsere Handlungen, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln ausrichten. Mit diesem Vollmond am letzten Oktobertag verlassen wir dann auch den Oktober und kommen dann eigentlich jetzt erst zu unserem Thema, nämlich dem November. Und der November ist ein ganz interessanter Monat. Im Dezember, also nochmal vorausgegriffen, im Dezember passieren ja astrologisch gesehen bedeutsame Dinge. Die großen Planeten Jupiter und Saturn werden im Dezember, Ende Dezember, beide zusammen in den Wassermann wechseln und dort eine große Konjunktion machen. Die große Konjunktion von Jupiter und Saturn alle 20 Jahre läutet hier im Wassermann ein neues Zeitalter, eine neue Form der Energie ein. Und von daher ist hier der November so eine Art Zwischenmonat, der aber einen Wechsel schon in der Energierichtung mit sich bringen wird. Und das liegt vor allem an drei, oder noch gesagt, dazu noch gesagt, im Dezember ist auch dann am 14. Dezember ist dann auch eine wichtige Konstellation. Da ist nämlich eine
lasst mich das kurz nachgucken, dass ich das auch wirklich richtig euch richtig mitteile. Genau, da ist nämlich Neumond in der Nähe des galaktischen Zentrums und das ist auch eine totale Sonnenfinsternis, die in Deutschland nicht sichtbar ist, in Südamerika, wenn ich richtig unterrichtet bin, wo dann eben kurz vor dem Übergang dann von Saturn und Jupiter in den Wassermann nochmal ein galaktischer Neumond ist, der uns darauf einstimmen kann. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind hier halt noch im November in der Betrachtung. Natürlich, jetzt sind wir noch im Oktober, aber im November in der Betrachtung. Und im November gibt es eben vor allem meiner Meinung nach drei, viele Aspekte natürlich, aber drei ganz wichtige Punkte. Das ist, dass die Planeten Merkur und Mars wieder direktläufig werden, womit dann und Ende des Monats dann sogar Neptun, nur so dass halt die meisten Planeten dann wieder direktläufig sind. Und es wird zum dritten und letzten Zusammenkommen von Jupiter und Pluto geben. Die Verbindung von Jupiter und Pluto. Pluto steht ja auch so mit kollektiven Energien, auch mit schmerzhaften Energien, die auch mit Transformation, mit Wandlung, mit Tod zu tun haben, mit Einschränkungen, mit Unberechenbarkeit, Unsichtbarkeit. Und Jupiter ist ja so der Planet des Wachstums. So, das wird ja oft mit dieser Corona-Pandemie astrologisch in Verbindung gebracht, dass da eben viel Jupiter über den Steinbock in die Gesellschaft kommt. Dass die beiden haben dreimal im Laufe dieses Jahres zusammengestanden, sich hin und her bewegt und jetzt wird Jupiter das letzte Mal Pluto überlaufen. Damit beginnt hier auch ein neuer im November endgültig ein neuer Jupiter-Pluto-Zyklus und Jupiter wird den Pluto ja dann für längere Zeit verlassen, vor ihm laufen und dann eben Saturn hinterherlaufen, den er ja dann im ersten Grad des Wassermanns zur Konjunktion dann im Dezember erreicht. Das sind drei wichtige Marksteine, an denen wir erkennen können, in welche Richtung die allgemeine und natürlich damit auch unsere persönliche Entwicklung weiterlaufen wird. Ich fange mal mit dem Merkur an. Also ich gehe jetzt nicht sofort chronologisch vor, sondern fange mit dem Merkur an. Merkur, hatte ich ja schon gesagt, macht hier Anfang November das Quadrat zu Saturn und dann wird er am 3. November, ich gehe hier mal, ich wechsle hier mal das Bild. Am 3. November schließlich wird Merkur wieder direktläufig. Steht dann noch in der Waage, macht dann am 6. Januar nochmal das Quadrat zum Saturn. Das bedeutet so Ende Oktober bis so bis zum 10. November, diese 14 Tage, da steht Merkur halt im Quadrat zu Saturn und da wird viel wahrscheinlich um Regeln, Strukturen, Verantwortung debattiert werden und sich auseinandergesetzt werden. Am 10. November schließlich wechselt dann Merkur zurück in den Skorpion, läuft dann der Sonne hinterher. Und sorgt dann dafür, dass Merkur im Skorpion halt sehr gut in die Analyse geht, auch in die Analyse dessen, was umgewandelt werden muss, womit wir uns beschäftigen müssen, was Bereiche in uns, in der Gesellschaft sind, in vielen Bereichen sind, die eine Erneuerung bedürfen. Und bevor etwas erneuert werden kann, muss das Alte ja auch gehen. Also das Alte muss gehen, damit Platz für etwas Neues entsteht. Und das muss ja erstmal sowohl bei uns wie auch in der Gesellschaft ja ganz grundlegend bedacht werden. Welche Bereiche das dann sind, die sich verändern müssen. Dann zum Mars. Mars hier im Widder, rückläufig. Mars wird am 14. genau, am 14. November wird Mars im 16. Grad des Widders wieder direktläufig. Ja, bei Mars ist das so, dass in den Tagen vor seiner Direktläufigkeit, also vor dem Richtungswechsel und einige Tage danach, steht Mars quasi still. Also auch da sehe ich so eine kritische Phase, wenn wir so wollen, hier in diesen Novembertagen vor Mitte November, wo Mars eben stillstehende Richtung wechselt, da scheint sich manchmal nichts zu bewegen. Ne? Und da muss man dann eben abwarten, bis Mars dann wieder direktläufig wird, bis es dann wieder in die Bewegung kommen wird. Mars war am 10. September auf 28, im 28, 29. Grad des Widders rückläufig geworden, hat innerhalb dieser Rückläufigkeit in der Zeit seitdem eben Quadrate zu Jupiter, Pluto, Saturn gemacht. Und zwar mehrfach vorwärts und rückwärts,
So, und die Aspekte, die er jetzt noch machen wird aus dem Widder, dann, wenn er wieder direktläufig wird und Mars im Widder direktläufig, Merkur direktläufig, das heißt, da geht es dann wieder in die Bewegung, Aktivität kann wieder nach vorne gerichtet werden, der Zug, der Lastwagen muss nicht mehr rückwärts fahren, kann vorwärts fahren, das bedeutet viele Entwicklungen, die stagniert haben, die sich teilweise auch zurückentwickelt haben, zumindest der Anschauung nach oder des subjektiven Empfindens nach, werden jetzt wieder nach vorne gehen. Es gibt einen Schub nach vorne, was auch immer das jetzt konkret heißt. Also das kann auch positiv sein, dass hier beispielsweise auch mit Corona jetzt tatsächlich irgendwie irgendwas gefunden wird oder ein Impfmittel oder wie auch immer, egal wie man zu impfen jetzt steht, was einen anderen Umgang dann damit bedarf, weil es sieht dann nicht in der Folge nicht so aus, als würden sich die vorhandenen Probleme vertiefen, sondern als würde man sozusagen da rauskommen, eine neue Ebene wechseln. Mars wird dabei am 23. Dezember nochmal das Quadrat zum Pluto machen, da ja auch im Dezember die Übergänge von Jupiter und Saturn in den Wassermann, also im Dezember, so um Weihnachten herum, zeigt sich dann, in welche Richtung es endgültig geht, aber der Richtungswechsel deutet sich im November schon an. Dann am 6. Januar 2021 schließlich verlässt dann Mars nach einem halben Jahr den Widder in Richtung Stier und wird dann im Januar 2021 dann eben auch Aspekte zu Uranus und Jupiter und Saturn machen. Und von daher kann man sagen, es gilt jetzt dann, wenn Mars wieder rechtläufig wird, aus den in der Rückläufigkeit erkannten Fehlern oder Handlungen, die nicht zum Erfolg geführt haben, zu lernen und das jetzt besser zu machen. Wenn es unsere Regierung nicht schafft, dann müssen wir es halt persönlich für uns machen, dass wir eben erkannt haben, wie habe ich mich in dieser Krise, in diesem Jahr verhalten, was war gut daran, welche Tätigkeiten, Handlungen, Absichten möchte ich auch fortführen und wo möchte ich eigentlich sozusagen dann mich Dinge verändern, aus den Fehlern lernen, Dinge anders machen. So, dann der dritte ganz wichtige Aspekt, den ich ja schon genannt hatte, das ist halt dann die dritte Konjunktion von Jupiter und Pluto. Die findet statt am 12. November 2020. Ich spule hier mal vor, vielleicht gehe ich aber nochmal wieder zurück. 12. November, hier sehen wir Jupiter, Pluto in Konjunktion miteinander im 23. Grad des Steinbocks. Die am 5. April 2020 gab es die erste Konjunktion von Jupiter und Pluto im Steinbock. Dann die zweite Begegnung war am 30. Juni diesen Jahres. Und nun ist die dritte und letzte Konjunktion dieser beiden, wo ich ja am Anfang schon was gesagt hatte. Und damit beginnt ein neuer Jupiter-Pluto-Zyklus. Aber Jupiter löst sich mit Pluto, von Pluto. Das heißt, diese Entwicklung dürfte dann eigentlich nicht mehr arger werden, sondern das, was daraus gelernt wurde, weil Jupiter ist ja auch der Planet der Einsicht, der Erkenntnis, also die aus diesem plutonischen Jahr mit Corona und allem gelernten, gemachten Erfahrungen, die sollten dann mit Jupiter und Saturn in neue Regeln, Strukturen, Verantwortlichkeiten, Möglichkeiten umgesetzt werden, sodass sich das schon Mitte November hier mit der Direktläufigkeit von Mars und der dritten Konjunktion von Jupiter und Pluto, das sind für mich dann wirklich, das zeichnet hier schon den Neubeginn an. Von dort an werden die Entwicklungen in eine andere Richtung gehen. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Okay. Gehen wir nochmal chronologischer vor. Ich war ja schon sozusagen bis zum 10. November gekommen. Ich lasse das hier mal stehen, 12. Mit dem Wechsel von Merkur in den Skorpion. Ganz wichtig ist noch, dass am 9. November, gut, ich gehe doch mal zurück. 9. November ist Mars, der ja zu dem Zeitpunkt gerade noch rückläufig ist, also quasi stillsteht. Da ist die Venus, die in der Waage steht, in Opposition zum Mars. Also das ist auch noch so ein Tag,
wo es zur Auseinandersetzung kommen kann, wo sich Parteien gegenüberstehen, aber auch ein Tag starker erotischer oder sexueller Spannung. Das kann also auch für unsere Beziehung so einiges bedeuten. Na, dann hatten wir, ja wie gesagt, den Wechsel des Merkur in den Skorpion. Am 12. November dann die Jupiter-Pluto-Konjunktion. Am 14. November Mars offiziell wieder direktläufig. Und dann haben wir am 15. November den Neumond im Zeichen Skorpion, den ich eigentlich hier haben müsste jetzt. Jupp, da ist er auch. Neumond im Skorpion, ne? Skorpion ja, ein Wasserzeichen, von allen Zeichen das Zeichen, vielleicht mit der größten Tiefe, auch in seelischer oder psychischer Hinsicht. Und der Neumond hat ja, egal in welchem Zeichen er stattfindet, auch eine besondere Tiefe, sodass man sagen kann, der Neumond im Skorpion ist so eine Zeitphase der größten emotionalen Tiefe auch. Aber je mehr man in die Tiefe taucht, desto dunkler wird es dort auch und desto gruseligere Fische und Kraken können einem da begegnen. Das natürlich als Metapher verstehen. Also hier geht es dann nochmal darum, wirklich ganz im tiefen Inneren über unsere Werte. Was bestimmt eigentlich mich? Nicht bestimme ich über meinen Weg, meine Gedanken, meine Anschauung aufgrund meiner Erkenntnis und Einsicht, meines gegenwärtigen Bewusstseins? Oder bin ich geprägt von Meinungen anderer, von Vorurteilen, von alten Prägungen, von Ängsten etc. etc.? Das können wir in diesen Tagen gut beobachten. Vor allem, weil wir ja am 15. November ja auch diese anderen Aspekte hatten mit der Umkehr des Mars. Also es ist sozusagen dieser Neumond. Der Neumond zeigt ja oft in einer Epoche so einen Neuanfang an. Das ist für mich hier ganz klar Mitte November so eine Art Neuanfang. Von dort an werden wir schon eine andere Energie wahrnehmen können und es kommt wieder Schwung in die Geschichten. In den darauffolgenden Tagen, auch am 15. und am 16. und am 19. ist die Venus, die inzwischen relativ schnell durch die Waage geeilt war, macht aus der Waage dann Quadrate zu Jupiter und Pluto, die natürlich kurz hintereinander, weil die ja gerade zusammenstanden, und zu Saturn, aktiviert also jetzt zu dieser Neuanfangsenergie nochmal diese Steinbock-Planeten, bevor ja zwei den Steinbock verlassen werden im Dezember. Hier geht es wirklich nochmal dann darum, auch zu fühlen, auch darüber zu debattieren, sich auszutauschen, Wege zu finden, diese Energie diesen Jahres oder der letzten Monate nochmal ganz klar zu analysieren, zu fühlen, miteinander zu besprechen. Und dann am 21. November wechselt dann Venus. Ups, da muss ich wieder rumwechseln. Nachdem Venus da diese ganzen Planeten aktiviert hat, wechselt Venus dann am 21. November in den Skorpion. Und dann sehen wir, dass alle Planeten, wirklich alle, das ist der Mondknoten, ist kein Planet, dass alle Planeten dann innerhalb von 180 Grad stehen. Ne? So eine gewisse einseitige Ausrichtung, die dann auch alle noch näher zusammen oder viele noch mal näher zusammenrücken werden dann in den kommenden Tagen und Wochen. Und mit der Venus im Skorpion haben wir dann Venus, Merkur und Sonne gerade noch so im Skorpion, also starke Skorpionzeit mit Venus im Skorpion, kommt eine sehr leidenschaftliche Phase, wo wir um unsere Werte, um unsere Sicherheit ringen werden, innerlich und äußerlich. Ne, da wird es schon erste Verteilungskämpfe, denke ich mal, geben. Zu dem Zeitpunkt sollte auch klar sein, mehr oder weniger, wie das in der USA ausgegangen ist. Ne? Vielleicht auch tatsächlich dadurch, dass dann vielleicht ein anderer Präsident gewählt wird, was ja dem Land einen Schwung geben kann. Biden hat ja gesagt, er will dann mehr den Umweltschutz fördern. Könnte ich mir vorstellen, dass dann schon auch im November so ein Neuanfang kommt, dass Amerika sich wieder mehr in den Staatenbund eingliedert, vielleicht auch umweltmäßig was macht, positiv gesehen. Also dass es dann auch da vorangeht und das kann natürlich auch dann ein Wirtschaftswachstum und ein Wachstum am Aktienmarkt anzeigen. Am gleichen Tag wechselt dann die Sonne in den Schützen. Es kommen dann die 30 Tage Schütze vor der Wintersonnenwende, wo es im Schützen ganz klar nochmal darum geht, Erkenntnisse zu sammeln, Wissen zusammenzusammeln, zur Einsicht zu kommen,
Ne? Also so das Jahr Revue passieren zu lassen und daraus Erkenntnisse, Einsicht und einen visionären Plan für die Zukunft zu zimmern. Genau. Dann wird Ende des Monats wird dann noch Neptun direktläufig. Und genau. So geht es dann weiter. Mars nimmt langsam Fahrt wieder auf, bewegt sich wieder so ein bisschen. Und dann kommen wir so zum Ende des Monats. Gibt es noch einige kleinere Aspekte. Und der Monat endet dann am 30. mit dem Vollmond, den ich hier mal kurz eingeben muss. Vollmond November. Hier hepp für dich. Genau. Ja, der Vollmond im November schließt dann quasi den Monat ab. Aber ist ja der Höhepunkt im Sonne-Mond-Zyklus im Schützen mit Mond-Zwilling, ein Vollmond mit viel harmonischen Aspekten, Venus im Skorpion, ne, Merkur macht hier harmonische Aspekte auf die Steinbock-Planeten, Venus, ne, alles steht ein bisschen harmonischer, Mars ist wieder in Bewegung, Jupiter steht zwischen Pluto und Saturn, vermittelt zwischen diesen beiden. Und dann geht es in diesem Vollmond darum, jetzt zur Erkenntnis zu kommen und das eben auch zu vermitteln, ein Es wird sicherlich nochmal ganz stark darum gehen, wie man jetzt mit diesen neuen Energien oder mit dem, was dann gerade eben Fakt ist, umgeht. Eine starke Auseinandersetzung noch zum Vollmond, also aber eine harmonische oder eine, die auch beide Seiten berücksichtigt. Ne? Erkenntnisse, die kommuniziert werden wollen. Und dann endet der November und dann beginnt eben der spannende Dezember. Also dieses Jahr hat es ja astrologisch wirklich einiges zu bieten. Der spannende Dezember, den ich natürlich dann zu seiner Zeit mit dem Neumond, der Sonnenfinsternis, dem Wechsel von Jupiter in den Wassermann, dem Wechsel von Saturn in den Wassermann, der großen Konjunktion von Jupiter und Saturn im ersten Grad des Wassermanns. Das wird natürlich von mir zur gegebenen Zeit alles ganz genau besprochen werden. Ja, soweit meine Analyse, die End-Oktober-Tage, November-Tage. Ich hoffe, das bringt euch eine Menge an Informationen oder hat einfach ein bisschen Laune gebracht, dazuzuhören. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuhören und Zusehen. Wir sehen uns spätestens Montag wieder zum Tageshoroskop. Bis dahin, alles Liebe, eine gute Zeit. Nutzt die Energien, macht das Beste draus, seht euch nicht als Opfer, sondern seht einfach eine gewisse Herausforderung in der Außenwelt. Und diese Herausforderung kann das Schlechteste oder Beste in mir hervorbringen. Und vielleicht kann ich mit mir ringen, dass ich eben konstruktive, innovative, mitfühlende und einander helfende Energie zum Vorschein bringe und vielleicht sogar über mich hinauswachsen kann und im Nachhinein sagen kann, diese schwierigen Krisen haben dazu geführt, dass ich persönlich mein Leben verändert habe zum Positiven hin. Das wäre doch super, wenn wir das im nächsten Jahr alle sagen könnten. Also, bis dahin und tschüss.